Genau, so hat er in Wirklichkeit ausgesehen. Und ganz auf der linken Seite ist eine Skulptur, die für Sigismund von Schrattenbach im Jahr 1766 angefertigt wurde. Der Bildhauer Johannes Hagenauer hat diese Skulptur aus einem einzigen Block Marmor aus Adnet herausgeschlagen. Alright guys, we have now nearly reached the end of our tour, but first I'd like to show you some beautiful monuments down here. Right over here we have St. Rupert. Rupert was the first Archbishop of Salzburg, is the patron of the salt mine here at Bad Dürnberg, and the patron of Land Salzburg. I think you know this man right over there, that's of course Wolf Dietrich von Reitenau, and that's what he really looked like. And on the very left side we have a sculpture made for Sigismund von Schrattenbach in the year 1766. The sculptor Johannes Hagenauer made this sculpture out of one single piece of marble. Ja, wie gesagt, und damit sind wir eigentlich am Ende angelangt. Ich darf mich ganz herzlich für euren Besuch und für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt vielleicht ein oder zwei